Viele Tiere besitzen zur Nahrungsaufnahme oder auch als Waffen ein Gebiss aus ganz verschiedenen Zähnen. Diese Zähne können sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, wofür sie gebraucht werden. Die Form des Gebisses verrät daher etwas über die Lebensweise des Tiers und natürlich in erster Linie über seine Ernährung. Wir sehen hier zum Beispiel das Gebiss einer Kegelrobbe, ein Raubtier, was zum Fangen seiner Beutetiere mit diesen spitzen Zähnen bestens ausgerüstet ist. Wir schauen uns heute allerdings zunächst unser eigenes Gebiss an. Es geht um Zähne und Gebiss des Menschen. Wir halten also fest, fast alle Säugetiere benutzen Zähne zur Nahrungsaufnahme. Form und Größe der Zähne sind an die jeweilige Nahrung angepasst. Es ist ganz logisch, ein Tier, das Fleisch frisst, braucht andere Zähne als ein Tier, das Pflanzen frisst. Wir werden uns damit später noch genauer auseinandersetzen. Jungtiere brauchen natürlich ein kleines Gebiss, erwachsene Tiere ein großes. Nachdem Zähne aber nicht wachsen können, tauschen Säugetiere im Lauf ihres Lebens ihre Zähne aus. Sie haben zunächst ein Milchgebiss, das besteht aus kleineren Zähnen und weniger Zähnen, und später ein Dauergebiss, bei dem die Zähne größer und zahlreicher sind. Schauen wir uns diese Zähne einmal an. Wir haben zunächst die scharfkantigen Schneidezähne. Sie sind natürlich dazu da, um etwas abbeißen zu können. Und wenn wir einmal mit der Zunge entlang tasten, stellen wir fest, können nachzählen, wie viele Zähne im Oberkiefer und im Unterkiefer von dieser Sorte vorhanden sind. Wer nachzählt, stellt fest, er findet pro Kiefer, also im Oberkiefer und im Unterkiefer, jeweils 4 Schneidezähne. Und das ist im Milchgebiss genauso viel wie im Dauergebiss. Tasten wir uns nun ein bisschen weiter nach hinten, finden wir als nächstes die Eckzähne. Sie sind bei vielen Tieren sehr spitz und große Waffen, bei Menschen sind sie stark zurückgebildet und wirken irgendwie wie eine Übergangsform zwischen Schneidezahn und Backenzahn. Eckzähne haben wir oben 2 und unten 2, also pro Kiefer 2, und das ist beim Erwachsenen ganz genauso. Dahinter kommen bekanntlich die Backenzähne. Die vorderen Backenzähne. Wir sehen schon im Bild, dass wir eine Unterscheidung haben in der Größe. Die kleinen vorderen Backenzähne hat jeder auch im Milchgebiss. Die passen in den kleinen Kiefer von Kindern hervorragend hinein. Sie dienen dazu, die Nahrung fein zu zermahlen. Das muss man schon von Anfang an. Auch Erwachsene haben diese vorderen Backenzähne. Sie sind ein wenig größer, aber in der Form grundsätzlich noch genauso. Der letzte Typ sind die hinteren Backenzähne. Die haben eine richtig große Kauffläche und dienen genauso zum Zermahlen, zum ganz feinen Kauen der Nahrung. Und die gibt es tatsächlich nur im Dauergebiss. Im Milchgebiss passen sie überhaupt nicht hinein. Im Dauergebiss haben wir 6 Stück oben, 6 Stück unten, also 3 auf jeder Kieferhälfte. Die allerletzten allerdings passen auch im Erwachsenengebiss nicht immer hinein. Manchmal machen sie Probleme, das sind die sogenannten Weisheitszähne. Sie werden so genannt, weil man früher sagte, dass sie erst dann wachsen, wenn der Mensch schon alt und weise ist. So alt und weise muss man dazu gar nicht sein. Meistens erscheinen sie auch schon im jugendlichen Alter. Stellen wir nun die beiden Gebisse nebeneinander, können wir auch farblich unterscheiden. Schneidezähne, Eckzähne und vordere Backenzähne. Soweit bei Milch- und Dauergebiss völlig gleich. Und im Dauergebiss kommen noch zusätzlich die hinteren Backenzähne dazu, von denen die allerletzten als Weisheitszähne bezeichnet werden.
Nun sehen wir uns an, wie ein Zahn im Einzelnen aufgebaut ist. Dazu folgende Schemazeichnung. Wenn wir den Zahn zunächst von außen anschauen, sehen wir natürlich das Zahnfleisch. Das Zahnfleisch verbindet den Zahn mit dem Kieferknochen, der darunter liegt. Hier gelb eingezeichnet. Somit ist der Zahn fest verankert und zusammengewachsen mit dem Kieferknochen. Das, was oben rausschaut, ist der Zahnschmelz. Es ist eine Kappe aus einem unglaublich harten Material. Es ist in den Eigenschaften so ungefähr wie Porzellan und muss ja auch sehr viel aushalten, denn es soll ja über viele Jahrzehnte hinweg als Kaufläche dienen. Die Hauptmasse des Zahns darunter macht das Zahnbein aus. Das Zahnbein ist ein Material, was ungefähr wie Knochen aussieht und sich ungefähr wie Knochen verhält. Der Zahn ist allerdings nicht ganz massiv. Er enthält im Inneren eine sogenannte Zahnhöhle. Dieser Hohlraum enthält unter anderem die Nerven. Dass wir Nerven in Zähnen haben, merkt man dann, wenn der Zahn weh tut. Wenn er ein Loch bekommt oder wenn er wegen großer Hitze und großer Kälte schmerzt. Die Nerven sind hier als kleine, feine, schwarze Linien eingezeichnet, die in die Zahnhöhle reichen und auch in den Knochen hinein noch. Außerdem enthält die Zahnhöhle Blutgefäße. Der Zahn ist ein lebendes Stück des Körpers und muss deswegen gut versorgt werden mit allerlei Nährstoffen und Energie. Und deswegen fließen Adern hinein und natürlich auch wieder heraus. Blutgefäße oder auch Adern versorgen den Zahn. Nun bleibt letztlich noch die schwarze Linie zwischen Zahnfleisch und dem Zahnbein zu erklären. Das ist eine verbindende Schicht, die unter dem Namen Zahnzement bekannt ist. Nun haben wir alle wesentlichen Teile des Zahns beschrieben. Man kann den Zahn auch von oben nach unten in drei wichtige Abschnitte unterteilen, drei große Abschnitte. Da wäre zunächst mal alles das, was oben aus dem Zahnfleisch herausschaut, was man von außen sieht. Den Begriff habt ihr sicher schon einmal gehört. Es handelt sich um die Zahnkrone. Der Teil des Zahns, der im Kieferknochen steckt und den Zahn nach unten verankert, ist die Zahnwurzel. Und wenn man nun genau hinschaut, stellt man fest, dass zwischen dem Ende des sichtbaren Teils und dem oberen Ende des Kieferknochens noch ein kleiner Bereich ist, der nur vom Zahnfleisch bedeckt ist. Und dieser kleine Bereich wird als Zahnhals bezeichnet. Wir können jetzt noch eine alte Frage klären, nämlich die, ob Milchzähne eine Wurzel haben. Es gibt viele Leute, die behaupten, Milchzähne haben keine Wurzeln. Stimmt das eigentlich? Kurz mal nachdenken, selber überlegen. Entscheidet euch, ja oder nein? Und dann kommt die Auflösung. Natürlich, ihr werdet auch drauf gekommen sein, jeder Zahn muss mit einer Wurzel im Kiefer verankert sein, sonst würde er ja gar nicht festhalten, sonst könnten wir nicht jahrelang darauf herumkauen. Allerdings sieht man diese Wurzel meistens gar nicht, wenn der Zahn rausfällt, denn die Milchzahnwurzel wird abgebaut, wenn der neue Zahn erscheint. Von unten wächst der neue Zahn und dann muss natürlich, weil der alte Zahn im Weg ist, die Wurzel von unten nach oben immer weiter zurückgebildet und abgebaut werden. Und wenn dann letztlich der neue Zahn kurz vor dem Durchbruch steht, dann fällt das oben ab, was man eigentlich nur noch als Zahnkrone bezeichnet und die hat natürlich keine Wurzel mehr. Daher kommt das Märchen, dass Milchzähne keine Wurzel haben.